Sascha liebt seine Hündin Kiara. Als seine Mutter Katharina und ihre Schwester Darina mit ihm aus dem ukrainischen Mykolaiv nach Bayern in das Haus eines Freundes aufbrechen, nehmen sie Kiara mit. Denn Saschas kranker Großvater hätte nicht für sie sorgen können. Und sie ist für den 13-Jährigen der große Halt in der Fremde. Ich liebe den Hund sehr. Sie ist für mich wie ein Kuscheltier. Kiara ist mir wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich schlafe schneller ein, wenn sie neben mir liegt. Nach der Ankunft geht Katharina zum Tierarzt für die Tollwutimpfung und um den Tierpass erstellen zu lassen. Doch American Staffordshire Terrier sind Kampfhunde und dürfen nicht nach Deutschland eingeführt werden. Und so der Schock. Die Gemeinde kündigt an, Kiara abholen und ins Tierheim bringen zu lassen. Nun fürchtet Katharina um das Wohlergehen ihres Sohnes. Als wir nach Deutschland geflohen sind, war es ein bisschen schwierig, weil wir uns in einem neuen Land integrieren müssen. Mein Sohn hatte Panik, weil er seine Bekannten und Freunde aus der Schule nicht mehr hat. Kiara beruhigt meinen Sohn sehr. Sie ist die ganze Zeit neben ihm. Deswegen ist sie seine beste Freundin. Das Haustier gibt uns das Gefühl, in dem Land zurechtzukommen. Die potenzielle Gefahr von Kampfhunden für Menschen, vor allem für unbesorgte Kinder, aber hat sich schon oft gezeigt. Deswegen das Verbot. Wie aber schätzt der Experte Kiara ein? Ich stufe Kiara situativ heute als ungefährlich ein oder auch so, wie sie jetzt kennengelernt hat. Natürlich muss man beachten, dass es sich immer um eine Momentaufnahme in dem Leben von Kiara handelt. Also es kann morgen sein, dass sie sich morgen nicht wohlfühlt, hormonelle Veränderungen hat. Und wenn die Hormone verrückt spielen, kann es zu Unvorhersehbarem kommen, auch durch Kiara. So wenig sich der 13-jährige Sascha das vorstellen kann und akzeptieren möchte. Verständlich aufgrund seiner schwierigen Situation. Deswegen habe ich mich entschieden, meinen Sohn, meine Schwester und meinen Hund mitzunehmen und nach Deutschland zu fliehen, weil mein Hund ein Teil meiner Familie ist. Es ist genauso, wie mein Kind alleine zu Hause zu lassen. Das ist Familie und die lässt man nicht im Stich. Wenn man einen Hund, Katze oder ein anderes Haustier besitzt, hat der Mensch die Verantwortung, das Tier mitzunehmen und nicht sterben zu lassen. Kiaras Rasse gehört zu den Kategorie 1 Hunden. Sie gelten als besonders gefährlich. Doch gibt es eine Chance, dass der Hund bei der Familie bleiben darf? Eine Möglichkeit gäbe es vielleicht, trotz Kategorie 1 Zugehörigkeit, das wäre das berechtigte Interesse. Das ist dann, tritt dann in Kraft, wenn es einen wissenschaftlichen Grund gibt, einen wirtschaftlichen, gegebenenfalls auch persönlichen Grund gibt, den Hund zu behalten. Das müsste dann beantragt werden bei der Behörde. Und meine Hoffnung ist halt, dass der Hund als Therapiehund geduldet wird. Falls nicht, stünde Katharina, Darina und vor allem Sascha wohl ein weiterer schwerer Abschied bevor.